Liebe Leute, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück bei Time for Bricks zu einer weiteren Reaction mal wieder auf ein Video von Brickstory, der jetzt übrigens die 100.000 Abonnenten geknackt hat. Dafür auf alle Fälle mal herzlichen Glückwunsch. Und ja, wieder Brickstory. Brickstory lädt in letzter Zeit wirklich sehr, sehr interessante Videos hoch, beziehungsweise das jetzt wohl ein gezwungenes Video, was er hochgeladen hat, denn es ist ein Statement. Statement, ich verkaufe keine Fake-Lego-Kopien, bitte kauft da nicht. Von vor 5 Tagen, und das hört sich auf alle ein interessantes Statement, hört sich sowieso immer sehr interessant an. Und ja, hier sehen wir die Osprey von Technik, die ja gestrichen wurde, von Lego auf dem Thumbnail. Ich habe da wirklich gar nichts von mitbekommen, was da passiert ist oder so. Wirklich nichts von mitbekommen. Ich habe nur die Review hier hatte ich mir angeguckt zur Osprey. Nicht, weil mich das jetzt das Set großartig interessiert hat, aber einfach, weil die Thematik da natürlich recht interessant ist. Und ja, irgendwas scheint da passiert zu sein. Ich weiß nicht was. Wir finden es jetzt zusammen heraus. Wir schauen ins Video rein. Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory. Schön, dass ihr da hier mit dabei seid. Heute ein etwas, was heißt ein etwas, ein sehr ernstes Video. Mein okay, sehr ernst. Video wurde nämlich gestohlen. Was ist damit genau? Okay, irgendwie Copyright oder irgendwas? Auf sich hat, wie das jetzt weitergehen wird, will ich euch in diesem Video sagen. Das Video ist eigentlich nur eine wichtige Botschaft, dass ihr das alle wisst. Kommen wir am Ende zu. Ihr müsst erstmal verstehen, worum es geht. Also, falls ihr unter einem Stein lebt und nicht gemerkt habt, dass ein Lego-Technik-Set nicht herausgekommen ist, die neue Lego-Technik Bell Boeing Osprey sollte eigentlich jetzt am 1. August 2020 erscheinen, ist jetzt aber nicht erschienen aus diversen Gründen. Jetzt ist es so gewesen, da dieses Set natürlich nicht erschienen ist, ist es wahnsinnig beliebt geworden. Es mussten alle Händler wieder zurückschicken, zumindest in Deutschland. Teilweise in anderen Ländern der Welt mussten die Händler das nicht wieder zurückschicken. Das bedeutet, es gab teilweise Händler, die das Ding auf ja, saftige Preise eBay verkauft haben und für Schweine viel Geld auf eBay verkauft haben. Und deshalb ist das Set natürlich jetzt eins der beliebtesten und eins der seltensten Sets, zumindest bis Lego halt davon irgendwie ein Remake oder irgendeine veränderte Variante auf den Markt bringt. Ja, also soweit kann ich auch noch mithalten. Bis dahin wusste ich es tatsächlich alles auch noch. Warum das jetzt abgesagt wurde und so weiter, das habe ich euch im Review dazu erklärt, denn ich hatte das große Glück, dass Michael mir ein Set davon zur Verfügung gestellt hat. Er hat sich das gekauft. Und hat mir das dann ausgeliehen, dass ich darüber ein Review machen kann. Wie gesagt, da habe ich erklärt, warum das alles abgesagt wurde und so weiter, was es damit auf. Wirklich, diese Intros von Brickstory bei seinen Reviews sind wirklich immer zu wild. Hat mir auch echt viel Mühe gegeben mit dem Review. Ich denke, das ist eigentlich auch ganz cool geworden. Das war ein sehr geiler Shot. Und jetzt ist es natürlich so, da dieses Set so beliebt ist und da es ja so ist, dass es verschiedene andere Hersteller, Drittanbieter von Klemmbausteinen gibt, ist es so, dass irgendwo sich wohl jemand gedacht hat, ach, so eine Osprey, die wollen wir auch unbedingt bei uns im Programm haben. Dann sind die hergegangen, haben die Anleitung von Lego genommen, haben diese Osprey ja, super. Geklont 1:1 und bieten jetzt diese Osprey irgendwo für weniger Geld, für unter der UVP von Lego an. Dass da keine Entwicklungskosten dahinter stecken, dass da keine richtige Verpackung mit dabei ist, dass da natürlich auch kein Lego. Und haben die da das Bild von seinem Video genommen oder was? Okay, das wäre natürlich eher ungünstig. Lizenzkosten an Bell Boeing gezahlt werden müssen. Also das hier an der Seite gerade sah zumindest danach aus, als wäre das aus dem Video von Brickstory, weil es ist ja auch hier dieser Steg da. Mit dabei ist, dass da natürlich auch keine Lizenzkosten an Bell Boeing gezahlt werden müssen. Brauche ich jetzt hier, glaube ich, keinem zu erzählen. Das ist jetzt ein ganz anderes. Hä, aber ist das ja nicht total illegal, wenn die da keine Rechte für zahlen müssen? Anderes Thema. Weil die haben ja nicht die Rechte daran, oder? Inwiefern die Preise von Lego fair sind oder sonst was. Feststehen steht jedenfalls, dass es einfach schlichtweg gestohlen ist. Erstmal von Lego selber, dann natürlich die Lizenz. In dieser Artikelbeschreibung steht Bell Boeing oben drüber. Ich werde jetzt hier den Shop natürlich nicht nennen. Aber dann könnt ihr doch verklagt werden, oder? Oder sehe ich das falsch? Sind Rechtsexperten unter euch? Schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Um noch nicht noch irgendwelche weitere Aufmerksamkeit darauf zu werfen. Und ja, die sind hergegangen und haben eine Produktbeschreibung erstmal auf ihrer Webseite gemacht von dieser Bell Boeing Osprey und sind dann auch noch hergegangen und haben Werbeanzeigen für diese gefälschte Osprey geschaltet
Und in diesen Werbeanzeigen der gefälschten Osprey ist es dann so gewesen, dass sie natürlich irgendein Videomaterial haben mussten. Und natürlich, da kann Ja, man jetzt ey, nicht das gibt's nicht. selber diese gefälschte Osprey zusammenbauen, selber irgendwelche Videos machen oder sonst was. Nein, da geht man einfach ins Internet und sucht sich da irgendwelche Videos, die es schon gibt, und kopiert dann Oh mein Gott, ey, das ist so diese dreist. Videos einfach und benutzt diese Videos, um die eigenen Produkte zu bewerben, beziehungsweise auf der eigenen Webseite. Ja, ich bin mal gespannt, was er dann macht, ob er dann irgendwie rechtliche Schritte einleitet oder ob es ihm egal ist. Beziehungsweise egal scheint es ihm nicht zu sein, ansonsten hätte er hier kein Video dazu gemacht, oder nicht? Sogar zur Artikelbeschreibung zu benutzen. Es ist so, mein Video, ihr könnt zum Beispiel die Szene sehen mit dem Wasser, die habe ich benutzt, dann haben die benutzt, dann die Szene, wo ich filme, wie sich der Rotor vorne senkt und so weiter. Das wurde da einfach eiskalt alles genommen. Es juckt keinen, also es steht nirgendwo, dass es mein Video ist, dass ich das abgefilmt habe. Es steht nirgendwo, dass Ja, gut, das geht natürlich überhaupt das nicht. die Osprey von Michael ist. Es steht auch nirgendwo, dass das eine originale Lego Osprey gewesen ist und Ja, das ist sowieso das Beste. nicht irgendeine 0815 geklaute Osprey. Dann wurde ich in keinster Weise irgendwie gefragt oder habe in keinster Weise. Ja gut, aber wenn die da so einen Shop haben, wo die einfach das 1:1 abkopieren, dann ja, kann man wahrscheinlich, hätte man auch damit rechnen können, dass die dann nicht unbedingt anfragen, ob sie das Video benutzen Meine können. Erlaubnis dafür gegeben. Und wurde auch nicht dafür bezahlt. Und das ist das, was ich mit diesem Video vor allen Dingen sagen möchte. Da geht natürlich jetzt eine Anzeige raus. Das ist gar keine Frage. Anzeige ist raus. Ist wahrscheinlich auch schon draußen, wenn ihr das hier jetzt gesehen habt. Ja, aber komplett richtig. Was mir aber vor allen Dingen wichtig ist, dass ihr wisst, dass wenn ihr irgendwo so eine Werbeanzeige bekommt, dass ihr die erstmal meldet, bitte. Und dass ich das nicht autorisiert habe, dass ich keinerlei irgendwie das gut finde, dass man geistiges Eigentum klaut und ähnliches. Das ist das, was mir vor allen Dingen am Herzen. Ich kann mir nicht vorstellen, was sich manche jetzt denken müssen, die mein Video gesehen haben und dann dieses Video vor so einem Fake-Produkt sehen. Einfach nichts selber gemacht bei dem Video. Bei dieser, oder was auch immer das ist für eine Werbeanzeige oder irgendwas. Aber ganz kurz. Also schon allein, obwohl das Logo ist hier so ein bisschen geschwärzt, aber das sieht jetzt nicht unbedingt so nice aus. 5.500 Aufrufe. Damit haben die zumindest ein bisschen Promo gewonnen. Stellt euch das mal vor, jemand kauft dieses Fake-Produkt, bekommt dann entweder das Produkt gar nicht zugeschickt oder bekommt dann halt irgendwas, was komplett. Da hat er natürlich recht, da kommt auch noch ein gehöriger Image-Schaden natürlich dazu, das stimmt. Verhunzt ist. Ich weiß ja absolut nicht, was das ist. Es ist ja auch noch gestohlen dazu. Ich bin echt komplett aus dem Häuschen und mache mir da echt Gedanken, Ja, dass. aber da hat er auch, muss man sagen, wirklich Pech gehabt, dass ausgerechnet die, denen da jetzt ein Videomaterial benutzt haben, da hat er wirklich Pech gehabt. Jemand, der meine Videos guckt, der meinen Kanal guckt. Ja, das wird dem bestimmt noch richtig Kopfschmerzen bereiten jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und das wünscht man natürlich keinem. Cool findet vielleicht, mein Video gesehen hat und dann denkt, ja, hier ist das Video von Brick Story, dann kann ich das ja auch beruhigt kaufen. Nein, bitte tut das nicht. Ich unterstütze das in keinster Weise. Ich werde auch nicht an irgendwas beteiligt oder sonst was. Bitte versteht das nicht falsch. Falls ihr es bestellt habt, versucht es noch irgendwie zu stornieren. Das ist. Nein, das ist einfach. Das ist nicht gut. Und vor allen Dingen, was dann noch dazu kommt, dass ich ja nicht der Einzige gewesen bin, von dem die das Video gestohlen haben. Zum Beispiel Ah, ja, super. von Sariels Technik Workshop, oder ich glaube, jetzt heißt er Pads and Bricks. Ich weiß es nicht genau, jedenfalls auch ein sehr, sehr cooler Technikkanal. Der hat zum Beispiel ein. Okay, ich habe mich gerade gefragt, warum ich den nicht kenne, weil der hat 253 Abos, aber Technikkanal, da sehe ich mich nicht so. Tensecurity Bell Boeing Osprey Mock gemacht und das haben sie sogar auch einfach genommen, haben das Video genommen und haben das da rausgeschnitten und in deren Werbeanzeigen. Also was man sich dabei, also was die sich da gedacht haben, dass das einfach so durchgeht, also, hä? Also ich verstehe es nicht, also da kommen ja noch wahrscheinlich Kosten dann für, also für die selber kommen ja dann wahrscheinlich noch Kosten für Gerichtsprozesse und so weiter drauf und, so, da müssen die wahrscheinlich noch Schadensersatz zahlen und so weiter. Also ich verstehe nicht, was sie sich davon versprochen haben. Wahrscheinlich einfach nur Promo für deren Shop. Aber hier jetzt ja zumindest alles weggepixelt von Brickstory. Das ist auf jeden Fall sehr gut, denn das Wichtigste ist, dass dieser Shop keine Aufmerksamkeit jetzt bekommt natürlich.
Anzeige eingefügt. Ich, das vor allen Dingen dieses Ten Secretary, da steht noch so eine komplette Struktur unten drunter, dass halt dieser Helikopter irgendwie fliegen kann. Das haben die auch einfach mit ins Video genommen, dass das nicht in dem Set enthalten ist. What the fuck? Ist, was die da gerade verkaufen, juckt natürlich auch niemanden. Ich werde euch an der Stelle hier nochmal das Video von Sariel irgendwo zeigen. Dann guckt euch das gerne nochmal an, falls euch das interessiert. Das war auch ein sehr, sehr cooles Video. Vor allen Dingen mit dem Gewicht von der Osprey, mit den Batterien. Wo ist es denn? Nicht da. Schade. Vielleicht steht es in der Info. Eine Ten Security Struktur hinzubekommen, das ist nicht ohne. Bitte verbreitet das, dass das nicht von mir. Wir verbreiten es hier. Super, oder? bewilligt wurde, dass ich das absolut nicht gut finde, dass mir das total leid tut, wenn da jetzt irgendjemand von euch über den Tisch gezogen wurde, weil die mein Video verwendet haben. Ja, gut, aber das ist jetzt die Frage. Das ist wahrscheinlich auch, sieht jetzt nicht annähernd aus wie irgendein Lego-Account oder sieht auch nicht irgendwie annähernd aus wie irgendein Brickstory-Account. Also da muss man sagen, wenn man da zwei, dreimal drauf guckt, dann sollte man eigentlich auch erkennen, dass das nicht real sein kann. Ja, ich weiß gar nicht. Also er ist zumindest mächtig angepisst, das können wir auf alle Fälle mal festhalten. Ich weiß gerade echt nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich finde, das geht viel zu weit. Also ich habe absolut nichts gegen alternative Klemmbausteine. Das wird jetzt wahrscheinlich hier wieder auch so aufgefasst in dem Video. Ich habe da absolut nichts dagegen. Ich finde das sogar gut, weil dann Konkurrenz herrscht und Konkurrenz sorgt dafür, dass wir als Kunden bessere Produkte bekommen. Aber 1:1 irgendwas zu kopieren, ist einfach nicht in Ordnung. Sei es jetzt von Lego oder sei es jetzt von irgendwelchen Mockbauern oder so. Ja. Ja. Ich bitte euch nur, wie gesagt, falls ihr irgendjemanden kennt, der das gekauft hat oder so, bitte sagt ihm, dass ich damit nichts zu tun habe und kauft sowas auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Sein Ton hat irgendwie ab und zu so Aussetzer, ne? Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Oder übersteuert. Bis dahin und ciao. Ja, das war's mit dem Video. Und natürlich, ja, sehr gut, dass er darauf aufmerksam macht. Natürlich mein herzliches Beileid dafür, dass der jetzt da sich mit dem Thema beschäftigen muss. Weil, wie gesagt, sowas wünscht man wirklich keinem, dass man da irgendwie das Videomaterial geklaut wird und einfach 1:1 da reinkopiert wird und als eigenes Produkt beworben wird. Das geht natürlich gar nicht sehr gut, auch dass er Anzeige erstattet hat. Da gibt es bestimmt auch Leute, die dann sagen, ja, das lohnt sich jetzt nicht, da Anzeige zu erstatten. Das finde ich aber gut, dass er sich dann dafür entschlossen hat, das nicht aussitzen zu lassen und die Anzeige rauszuschicken. Das ist auf alle Fälle ja, eine sehr positive Sache und natürlich. Hä? Was hat sich diese... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas anderes im Sinn war, außer Promo. Oder halt einfach ein paar Bestellungen abstauben und dann, ja, Kohle kassieren. Also wirklich, auf was für Ideen die Leute kommen. Und ja, das war's dann von mir. Schreibt mir eure Meinung natürlich zu dem Thema sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich sehr gerne ein Like und auch ein ganz kostenloses Abonnement gerne da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz angenehmen Tag und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. It's time for Brickstar.